Landgrid. Es ist an der Zeit, dass wir in den Speicherraum gehen und wieder hierher kommen. Lame. Aber das ist unsere aktuelle Aufgabe. Moment. Hey, irgendwie hat leider meine Einstellungen nicht gespeichert, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut. Kriegen wir schon wieder hin. Okay, es sind eh keine Wespen da. Im Wespen nichts Neues. Ich brauche so ein verdammtes Tusch. Wisst ihr, was ich meine? Was habe ich denn eigentlich noch für Knöpfe hier auf meinem Soundboard? Was macht der denn? Hallo? Ah, das ist gut. Die Grillen. Die sind gerade nicht im Spiel, die kommen von mir. Das kann ich brauchen, wenn ich schlechte Witze mache. Perfekt. Oh! Das ist noch besser. Den werde ich oft brauchen. Und hier? Oh, was ist das denn? Hallo? Okay, gehen wir mal noch in den Kistenraum. Und legen da schon mal Sachen rein, damit wir Platz haben. Finde ich lustig. Und dann habe ich ja... Was? Der macht irgendwie gar nichts. Der macht einfach nur... Stumm. Na gut, okay. Muss ich mal noch damit rumspielen, aber... Ich finde den Resident Evil Soundeffekt schon am besten. Oh yeah. Gut, okay. Schluss jetzt damit. Entschuldigung. Das ist Blödsinn, ihr wisst, ne? Wenn man so ein neues Toy hat, so ein neues Spielzeug, dann ist das verlockend. So. Ich hätte mich jetzt in dem Raum echt nochmal genauer umschauen sollen, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir in dem Raum wirklich nur leere Flaschen finden oder auch Sachen, die wir tatsächlich verwerten können. Aber ich werde jetzt mal die Schrotflintenmunition da lassen und zumindest eine Empty Bottle, auch wenn ich packe alles rein. Komm, ich packe alles rein und hol mal alles aus dem Raum raus. Ich habe jetzt zumindest eine Wasserflasche schon mal gemacht, das ist wahrscheinlich gut. Das ist würdig und recht. Der Weg ist ja nicht weit. Laufen wir halt nochmal hin, wenn es ist. Auch wenn wir uns dann jedes Mal wieder von der Tentakel erwürgen lassen müssen. Wie konnte diese Pflanze 42 jemals einen Wissenschaftler fangen, wenn die offensichtlich so schwach ist? Andererseits ist Chill natürlich nicht irgendjemand, ne? Chili Vanilli ist super krass. Super Elite. Okay, jetzt gucken wir mal. Ich würde euch übrigens gerne so ein bisschen mehr Lore zu den einzelnen Sachen erzählen und so, ne? Aber ganz ehrlich... Aktuell gibt's einfach nicht wirklich was, über das ich reden könnte. Ah, nein. Okay, dann muss ich leider jetzt die Flaschen doch nochmal holen. Oh, ich hab's befürchtet. Dann können wir aber zumindest das Rätsel wirklich in dem Raum lösen. Ich muss nochmal auf die leeren Regale klicken, nachdem ich mir was rausgenommen habe. Jetzt muss ich aber nochmal lesen, was da an den Wänden steht. Hier steht... Ich hätte gerne, Mensch, wenn ich jetzt einen Stift hätte. Wasser, Rot, Purple, Green. Und hier steht 1 plus 2 ist 3, 3 plus 4 ist 7, 2 plus 4 ist 6, 6 plus 7 ist 13, 13 plus 3 ist 16. Ich brauche einen Stift. Ich brauche einen Stift, Leute. Ich muss mir das aufschreiben. Heißt das, ich muss erst... Nee, warte mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich verstehe das Rätsel gerade nicht.
Okay, ich habe hier 1, 2, 3, 4, aber mehr Zahlen als 1, 2, 3, 4 habe ich ja nicht. Und Nummer 4. Ich nehme mal Umb Nummer 4 mit. Umb Nummer 4 ist grün. Nee, wir haben schon Umb Nummer 4. Umb Nummer 2. Ja, Umb Nummer 2 ist rot. Aber dann fehlt mindestens noch ein Umb, oder? Umb Nummer 2, you need a container. Und hier ist Umb Nummer 4. Aber sonst ist hier dann nichts. Hier ist Wasser 2, 4, sonst nichts, oder? Angeblich sollte hier doch noch irgendwas Purples sein. Oder entsteht Purple? Was passiert, wenn ich Rot und Grün mische? Wenn ich Rot und Grün mische. Rot und Grün. Was wird denn da draus? Braun? Nee, aus Blau und Gelb wird Braun. Aus was wird denn Rot und Grün? Ich. Für Purple müsste definitiv. Ja, es könnte schon sein, Rot involviert sein. Tja. Jetzt bräuchte ich den Live-Chat, ne? Jetzt könnte ich euch fragen. Ihr wisst das alle. Ich weiß das alles nicht mehr. So, ich gehe mal schnell in die Base und dann schauen wir uns noch mal ganz kurz das U27-Dokument an. Genau, den Weechold Report, den will ich sehen. Also. UMB Nummer 16 haben sie es getauft. Okay, aber poisonous gas, bla 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 bla. UMB 2 und UMB 4 habe ich. Ich habe allerdings kein 7. Oder kann ich mir die jetzt wirklich selber mischen? Oder muss ich die erst noch finden? Das sind die Fragen. Ey, habe ich irgendwo einen Stift hier in der Nähe zufällig? Ich habe hier leider echt nirgends einen Stift rumliegen. Ich müsste mir das wirklich zusammenschreiben, damit wir das lösen können. Aber wisst ihr was, dann hole ich mir bis zur nächsten Folge, die ich jetzt dann auch gleich im Anschluss aufnehmen werde für euch. Ihr könnt sie aber erst morgen sehen, hole ich mir einen Stift und schreibe mir die ganzen Sachen zusammen, damit wir das dann auch lösen können. Aber ich schätze mal, das ist wirklich ein relativ einfaches Mathe-Rätsel, ne? Ich muss wahrscheinlich mit meinen Fläschchen in den Raum gehen und mir dann aus den Komponenten, die da sind, selber die Sachen zusammenmischen, wie ich sie brauche. Aber ich habe kein Purple, ne? Ich weiß nicht. Und ich habe noch eine leere Flasche. Ich muss mich noch mal umsehen. Vielleicht habe ich wirklich irgendwas übersehen. Wasser 2, 4. Und eine leere Flasche. Müssen wir mal gucken.
meine schöne Ordnung, aber jetzt ist auch wurscht. Oh, ich könnte aber mal schnell, ich bin auf Caution, ne? Ich könnte mal eine kleine Heilung mir reinwerfen. Muss jetzt nichts Großes sein. Aber wie wär's denn mit einem Green Herb? Wahrscheinlich reicht das schon. Aber machen wir noch eine, machen wir uns eine ordentliche Mischung, komm. Nur das Beste für Chill. Okay, dann lass uns mal auf die Map schauen, ob es noch andere Orte hier gibt, die wir erkunden können in der Zeit. Nee, wir sind fertig mit Erkunden. Ich kann mal gucken, ob ich in den Raum gerade ausgehen kann. Da hinten ist ja die Pflanze. Da wollen wir nicht rein. Die coolsten und mächtigsten Biowaffen erschafft Umbrella witzigerweise immer nur... Moment mal, ich kann da rein? Warum war ich da noch nie? Witzigerweise immer nur aus Versehen. Okay. Ich meine, die Hunter, fair point, das muss man denen lassen, ne? Die Hunter sind wirklich so gewollt. Musste das jetzt sein? Ah, sie sind schon eklig, ne? Wie auch die ganzen kleinen Babyspinnen dann so aus denen rauskommen. I don't like them. Trotzdem finde ich es sehr schade, dass die nicht ins Remake gepackt haben. Oh Gott, die können mir tatsächlich wehtun. Einen neuen Ball. It looks like a clock dial. Sollte ich mir das merken? 3, 4, 5. Some kind of code. Warum sagt sie 3, 4, 5, wenn da eine 6 liegt in Wirklichkeit? Ach so, die Bälle zeigen die Uhrzeit. Aha, 3, 9, 6. Und hier, wo ich stehe, wäre 12. Und das ist 3.45 Uhr. Die haben die Rätsel aber im Remake teilweise stark verändert, ne? Ich erkenne das schon alles wieder, aber anders, ganz anders. Finde ich so nice, Leute. Mir hat schon nach dem ersten Stream jemand in die Kommentare geschrieben, dass er mich drum beneidet, dass ich das Spiel so neu erleben kann, ne? Und es ist schon echt toll irgendwie. Fast, als würde ich es zum ersten Mal spielen. Na, wenn man sich immer nur extern quasi mit der Lore und dem Drumherum beschäftigt, aber eigentlich gar nicht mit den Spielen, das ist schon irgendwie auch witzig. Wir haben mehr Pistolenmunition. Sehr gut. Ey, ich wollte schon fast die Schrotflinte liegen lassen, ne? Ich bin froh, dass ich die doch mitgenommen habe. Okay, den Raum haben wir geplündert. War nichts super Wichtiges außer 3.45 Uhr. Aber ich weiß noch nicht, wo wir 3.45 Uhr brauchen werden. Ey, stellt euch mal vor, ihr seid eine Maus. Ey, ohne Witz, Mäuse leben in der Hölle. Und jeder, der Mäuse kennt, der schon mal mit Mäusen zusammengelebt hat, der weiß, dass Mäuse wahnsinnig intelligente und kluge und tolle Tiere sind. Das sind im Grunde kleine Hunde. Aber die leben in einer Welt, und da müsst ihr jetzt sehr stark sein, die leben in einer Welt, in der es einfach mal Spinnen gibt, die größer sind als die. Das sind intelligente, empfindsame Wirbeltiere, so wie wir. Und die leben in einer Welt, in der die schlimmsten Horrorfilme wahr geworden sind. Oh Gott, das ist schon schlimm. Und in Australien oder so, ne? Denkt da mal weiter. Da gibt es nicht nur Spinnen, die größer sind als die. Da gibt es dann Spinnen, die auch Jagd auf die machen. Gefährlich für die sind, die töten und essen. Und
Wow. Ich will keine Maus sein. Mäuse haben sie nicht leicht. Ich habe ganz neuen Respekt vor Mäusen. Die leben in unseren schlimmsten Horrorfilmen und sind dabei noch so niedlich. What the fuck? Wie kann man so niedlich sein, wenn man gezwungen ist, in einer Welt voller Riesenspinnen zu leben? Naja, die sind halt nicht so Pussys wie wir. Entschuldigung, das war eine sexistische Beleidigung, die mir rausgerutscht ist. Man hat einfach manchmal so alte Wörter, die man nicht ganz aus seinem Wortschatz gestrichen hat, und dann rutschen die einem raus. So, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, im Untergeschoss ist wirklich auch nichts mehr, ne? Das heißt, ich nehme mir jetzt die ganzen Chemikalienflaschen und gehe nochmal in den Chemikalienraum, und dann wird mal fröhlich rumgemischt. Vielleicht muss ich mir Purple selber mischen, indem ich Rot und Grün zusammenmische, und dann habe ich quasi 1, 2, 3, 4 und dann muss ich diese Matheformel lösen. Und dann, mir kommt das ehrlich gesagt nur für so ein Resident Evil Rätsel fast ein bisschen komplex vor, wie ich mir die Lösung jetzt gerade vorstelle. Aber vielleicht ist es genau das. Kann ich das überhaupt mit 4 Flaschen lösen? Na, wird schon gehen. Ich habe schon eine Idee, wie es wahrscheinlich funktioniert, aber ich habe mir so gedacht, so, nee, komm, das ist, die Rätsel in Resident Evil sind immer sehr, sehr simpel. Das ist fast ein bisschen zu viel, dass ich erst die Komponente mit der Komponente und dann dies, das und dann Ananas und dann muss ich noch das mischen. Aber gucken wir mal. So werde ich es jetzt mal machen. Kann nämlich gut sein, dass wir eh alles haben, was wir brauchen. Ach, ich vergesse die immer wieder. Oh, come on. Blöde Tentakel. Ich glaube, dieser Tentakel ist der einzige Gegner im Spiel, der mir bis jetzt nennenswerten Schaden gemacht hat. Ich glaube, das nächste Spiel spielen wir auf Standard zumindest, ne? Ich hab mich ein bisschen geärgert, dass wir es auf so leicht. Es ist schon, auf leicht ist es schon sehr leicht, ne? Schon alleine, weil ich werde hier mit Heilung und Munition überschüttet. Ich glaube, ich könnte einen kompletten Shotgun-Run machen einfach, ne? Habe ich das Gefühl, ohne Probleme. Okay, gucken wir mal. Jetzt habe ich keinen Stift und keinen Zettel, aber so schwer ist es ja, glaube ich, nicht. Jetzt lösen wir das einfach mal. So, also. Muss ich vielleicht öfter die Texte lesen. Wir haben Wasser 1, Rot 2, Purple 3. Das ist ein Problem. Wo kriege ich Purple her? Purple fehlt mir einfach irgendwie. Weil wenn ich Wasser mit Rot mische, wird wahrscheinlich nicht Purple draus werden. Wird Purple draus, wenn ich Wasser mit Rot mische? Nach der Gleichung müsste es funktionieren. Ich warte mal kurz. 1 plus 2 ist 3. Okay. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, kombiniere ich jetzt das Wasser mit Rot. Und dann habe ich Purple. Es ist so einfach. Okay, gut. Dann kriegen wir das hin. Dann ist das jetzt ein bisschen eine Rumbastelei. Aber das ist ein Rätsel, das finde ich gerade echt cool. Das macht richtig Spaß, ne? Das ist nicht so schwer, dass es irgendwie frustrierend ist, weil man nicht draufkommt. Aber das ist gerade fordernd genug, dass man so ein bisschen wirklich rätseln muss, ne? So ein bisschen, im Grunde ist es eine einfache Matheaufgabe. Aber ich mag es gerade. Rot 2, Purple 3, Grün 4. Wasser, Rot, Purple, Grün. Also. Drei und vier, also Purple und Grün, ist 7. Und was brauche ich gleich nochmal? Ich brauche 16. Ich brauche 16. Okay. Und 16 kriege ich, wenn ich 13 mit 3 mische. Bim, bam, bum, flidi, flum.
Aha, alles klar. Okay, dann machen wir das. Dann brauchen wir jetzt 3 und 4, muss ich einmal mischen. 3, 4 und 2, 4. Das heißt, jetzt mische ich einmal Purple und Grün. Und habe U7. Und jetzt brauche ich 2 und 4. Also Rot und Grün. Einmal Grün. Einmal Rot. So. Jetzt mische ich Rot und Grün einmal fix. Dann haben wir jetzt Yellow 6. Dann haben wir UMB Nummer 7 und Yellow 6. Jetzt kombinieren wir 7 und 6 und dann das Ganze nochmal mit 3. So, und jetzt brauchen wir nochmal eine Dreiermischung. Das heißt, wir brauchen nochmal eine Flasche Wasser. Und noch einmal ein Schluck. lieber kein Schluck, Chill. Ein Schluck Nummer 2. Oder? Ich schaue nochmal ganz kurz, vorsichtshalber. Nicht, dass ich jetzt am Endspurt noch einen Fehler mache. Genau, wir nehmen die 13 plus 3. Und 3 ist Wasser und Rot. Und jetzt haben wir Witchalt. Nice. Sehr cool. Und jetzt müssen wir das nur noch in den Keller bringen und die Wurzeln vergiften. Hurra! Freunde und Freundinnen und alle dazwischen und außerhalb, danke, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Wir machen für heute an der Stelle Schluss und morgen gehen wir die Pflanze vergiften. Hollera, du Dödel, du. In diesem Sinne, auf Wiederhören.